zurück im Küchengarten. Im heutigen Video geht es um etwas ganz Akutes, jetzt Ende Juli, Anfang August. Und zwar ist das Mehltau an euren Zucchini, Kürbissen und auch an den Gurken. Hier speziell zeige ich euch anhand den Zucchini, was mit dem Mehltau los ist und wie ihr akut Hilfe leisten könnt, um eure Pflanze zu revitalisieren und um den Mehltau einzudämmen. Ganz los wird man ihn leider nie, also der ist einfach da, kommt jedes Jahr wieder und schreitet stetig und sicher voran. Jedoch gibt es ein paar Maßnahmen, die ihr tun könnt, um eure Pflanzen so lange es geht möglichst gesund zu halten, damit sie schön lange ihre köstlichen Früchte produzieren. Zucchini sind wirklich ein Basic, die in keinem Hausgarten fehlen dürfen. Sie produzieren eine Unmenge von Früchten über die ganze Saison hinweg und es gibt unglaublich viele verschiedene Rezepte, die man mit ihnen ausprobieren kann, egal ob im Backofen, auf dem Grill oder auf dem normalen Herd. Also ich bin ein totaler Fan. Mehltau ist wirklich die größte Plage, die unsere Zucchinis befallen können. Die Zucchini produziert ja über ihr Leben hin laufend frische Blätter, die saftig grün sind. Und der Mehltau beginnt dann meistens beim feucht-warmen Wetter. Das hat man jetzt gerade hier. Es hat wirklich viel geregnet und war sehr schwül. Und er beginnt als kleine graue Flecken auf den gesunden Blättern. Wenn man nichts dagegen tut, breitet sich der durch Luftübertragen oder durch Berührung auf die anderen Blätter aus. Es wird dann immer stärker, der Befall, bis die Blätter dann am Schluss richtig über und über mit so einem weißen, pelzigen Belag befallen sind. Und das betrifft dann meistens die älteren Blätter. Es beginnt auch bei den älteren Blättern. Oft, wenn die schon einen Schaden haben oder einen Schädlingsbefall durch Läuse oder die weiße Fliege, dann sind sie natürlich anfälliger gegenüber so Pilzkrankheiten wie dem Mehltau. Und wenn man nichts dagegen tut, würde die Pflanze ziemlich schnell sehr geschwächt werden und im Endeffekt eingehen. Wenn ihr nach Mehltau auf euren Blättern Ausschau haltet, dann seid bitte nicht zu überkritisch. Es gibt auch Blätter der Zucchini, die von Natur aus eine weiße Sprenkelung auf grünem Untergrund haben. Das ist ganz normal so, die Blätter sind gesund. Der Mehltau beginnt meistens als weiße, runde, pelzliche Schicht. Und wenn ihr mit dem Finger drüber fahrt, merkt ihr das sehr gut, was zum Blatt gehört und was dann der Mehltau ist. Die erste sehr einfache Maßnahme, die ihr ergreifen könnt, um den Mehltau einzudämmen, ist das Wegschneiden der betroffenen Blätter. Und zwar nehme ich da eine sehr scharfe Gartenschere und zwischen den einzelnen Schneideaktionen, vor allem wenn ich von einer Pflanze zur nächsten gehe, desinfiziere ich mir die Klingen immer mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel oder Alkohol. Und zwar deswegen, dass ich nicht mit meinem Gartenwerkzeug, in diesem Fall die Schere, den Mehltau weitertrage, ich selbst auch noch. Das Zurückschneiden der Zucchini-Blätter verringert nicht nur den Schadherd, sondern gibt auch wieder mehr Durchlüftung für die Pflanze, so dass die Blätter schneller abtrocknen können, wenn es mal wieder regnet und so der Pilz nicht so viel Chancen hat, sich auszubreiten. Zuerst solltet ihr euch bei dieser Arbeit Handschuhe anziehen, denn die Stängel der Zucchini-Blätter sind doch ab und zu etwas stachelig, aber viel lästiger sind noch die recht aggressiven Blatthaare, die sehr gerne Hautreizungen hervorrufen. Und dann schneidet ihr die Blätter möglichst nahe am Haupttrieb ab. Man kann bei einer Zucchini rund 40% der Blattmasse entfernen, das macht ja überhaupt nichts aus. Und warum so nahe am Haupttrieb? Hier seht ihr, da habe ich mal etwas stehen gelassen und das wird dann so matschig und dort können sich sehr leicht Fäulnis bilden und auch Bakterien in den Hauptstamm eindringen. Die weggeschnittenen Blätter, die mit dem Mehltau befallen sind, gebe ich nicht auf meinen hauseigenen Kompost, sondern ich entsorge diese über die grüne Tonne, also über die Bioabfuhr. So möchte ich vermeiden, dass sich der Pilz im nächsten Jahr noch schneller ausbreitet.
Jetzt könnt ihr sehen, wie luftig die Pflanze gleich geworden ist. Sie hat aber immer noch genug Blätter dran, die sie ernähren. Sie hat hier auch mehrere verschiedene Stränge gebildet, wo überall Blüten dran sind. Als nächste Maßnahme habe ich mir hier einen Sack voll Heu geholt. Ihr könnt aber auch Stroh verwenden. Und damit werde ich jetzt den Boden unterhalb der Zucchini ganz gut abmulchen. So liegt die Pflanze selbst immer im Trockenen, auch wenn der nächste Regenguss kommt. Sie ist gleich zweierlei gut. Einerseits mulcht natürlich das Heu den Boden ab. Die Feuchtigkeit kann nicht so leicht verdunsten, wenn es in den nächsten Tagen wieder heiß wird. Falls Regen kommt, liegt die Zucchini, wie gesagt, im Trockenen und diese Sporen des Mehltaus können sich nicht so gut ausbreiten. Mein nächster Tipp ist ein altbewährtes, billiges Hausmittel. Und zwar habe ich hier in meiner Spritzflasche ein Gemisch Wasser und Milch, ganz normale handelsübliche Milch, im Verhältnis 8:2, 8 Teile Milch, 2 Teile Wasser. Und das hilft wirklich besonders gut, den Mehltau einzudämmen. Natürlich nicht komplett zu zerstören oder auszurotten, aber ihn zumindest zu verlangsamen. Einmal in der Woche spritze ich das auf meine Blätter auf, von vorne und von der Rückseite. Und das ist eine wirklich einfache biologische Sache, die jeder in seinem Garten machen kann. Das waren sie also, meine Tipps gegen den lästigen Mehltau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf und vergesst bitte auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Schön, dass ihr heute mit mir hier in meinem Garten dabei wart. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei euren Gartenprojekten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann! Mhm.